Hey Freunde, was ihr bekommt, ist ein Video von Knall. Im heutigen Video habe ich für euch einen mega heftigen 3 Unlock All Giveaway. So, auf jeden Fall, wenn ihr da teilnehmen wollt, bis auf diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dieses Video einfach eine positive Bewertung da lassen und einfach mal euren Konsolennamen kommentieren, auch ruhig öfter kommentieren. Und wenn ihr noch zusätzlich supporten wollt, einfach das Video noch auf Teilen könnt ihr gerne machen, wenn ihr supporten wollt, oder auch einfach das Video zum Ende anschauen. Und ich möchte euch heute wirklich ohne alles solo magisch vorstellen. Probiert auf jeden Fall nach, der funktioniert auf jeden Fall noch. Für das neue Kaio Pedico heißt DLC und dann wünsche ich jetzt jedem viel Spaß, folgt mir auf Instagram, auf dem Wort hat sich 9 down und ja, dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen auf meinem Kanal 9 down auf jeden Fall. Und im heutigen Video habe ich für euch einen neuen ohne alles Solo Money Glitch, der mega mega einfach ist, unfassbar stecke bin ich in ein paar Minuten, habe ich schon so viel Geld auf euer Konto, dass ihr keinen anderen Glitch mehr machen müsst. Und ja, dann möchte ich direkt loslegen hier heute und was wichtig zu erwähnen, haut mal alle für euch auf Abonnieren-Button und es wird auch so wenig arbeiten zu den 1600. Und ja, schaut das Video wirklich bis zum Ende an, damit auch wirklich wisst, wie der ganze Glitch auf funktioniert. Lasst kein Schild aus, so sollte der Glitch nicht beim ersten Mal nicht klappen. Einfach nochmal probieren und im zweiten oder am dritten Mal wieder 100% bei euch klappen, Leute. Und legen wir direkt mal mit der heutigen Game-Methode einmal los. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall mit dem Video. So, was wichtig ist zu erwähnen, wenn ihr startet, müsst ihr in der öffentlichen Sitzung starten. Wichtig zu erwähnen, oben links seht ihr das, öffentlich. So, habt das getan, dann müsst ihr mal, wenn ihr ankommen seid, euren Passivmodus ganz, ganz wichtig aktivieren und einmal hier vorne zu diesem Rennen einmal hinfahren. So, und was noch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, Freunde, lasst mal alle von euch jetzt ein Like da, Leute. Schaffen wir das Video hier die 30 Likes, wäre echt korrekt von euch. Und was noch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, Leute, nehmt alle beim Unlock All Giveaway teil. Das endet ja auch bald. Und dann, wenn ihr wirklich sehr viel Geld für euren Unlock All für eure Konsole haben wollt, einfach auf den Abo-Button hauen auf Erde. Ja, da fahren wir da ganz schnell da einmal vorne hin. So, gleich wie ich. Dann, wenn ihr da gleich ankommen seid, müsst ihr folgendes machen. Bevor ihr da ankommt, müsst ihr den Passivmodus jetzt nochmal deaktivieren. So, gleich wie ich, passiv muss einfach deaktivieren. Dann fährt ihr da mal hin und startet diese Mission einmal. So, aber wichtig, wenn ihr noch im Fahrzeug drin seid, ihr müsst über euer Fahrzeug das starten. Wichtig zu erwähnen, Freunde. So, habt das getan, dann müsst ihr kurz warten, bis ihr hier wieder hier spawnt. Und in der Zeit, wo es leidet, haut alle von euch wirklich mal auf den Like-Button auf ihre. Und ja, ihr seht, wenn ihr da drin seid, einfach wieder verlassen den Job. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, dass der ganze Glitch hier auch klappt, Freunde. So, ihr seht, wir sind jetzt hier in dem Fall wieder gespawnt. Da geht der oben auf den Punkt online und verlässt geht der online einmal wieder. Hier, gleich wie ich. Und erwarten wir kurz, dass wir ein bisschen offline einkommen sind. In der Zeit, Leute, ist es wichtig zu erwähnen, dass wirklich alles eins zu eins so wie ich macht und halt keinen Schritt auslässt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu erwähnen. So, dann geht ihr oben einmal auf den Punkt Einstellungen, auf Gamepad und tut einmal folgendes machen. Freies Zielen einmal einstellen beim Zielmodus, dann auf Online gehen, dann auf GTA Online spielen und jetzt ganz, ganz wichtig, eine Solo-Sitzung starten. Wichtig zu erwähnen, es muss jetzt eine Solo-Sitzung sein, also es darf jetzt keine öffentliche mehr sein oder Einladungssitzung, sondern wichtig, eine Solo-Sitzung, Freunde. So, warten kurz auf jeden Fall, bis wir jetzt hier gespawnt sind. So, Leute, wenn ihr jetzt gespawnt seid, gleich wie ich, dann lauft ihr wieder zu eurem Fahrzeug einmal hin. Gleich wie ich. So, dann, wenn ihr wieder im Fahrzeug drin seid, fährt jetzt einmal die ganze geradeaus. So, und dann fährt ihr einmal zum Laden, da wo ich in der Nähe ist, in dem Fall da vorne ist jetzt der Laden. Da einfach nur hincruisen, am besten zu erwähnen, immer zu den gleichen Sachen wie ich fährt. Und ja, dann fahren wir da ganz schnell einmal hin, Freunde. Und was noch wichtig ist zu erwähnen, der Glitch funktioniert für die neueste Version, auf jeden Fall 1.5.2. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier, den nachzumachen. Deswegen schau das ganze Video bis zum Ende an, damit ich sehe, dass ich das ganze Geld auch bekomme. Also ob hier alles real ist, Freunde. Ja, da seht ihr hier, so zack, hier ist der Laden. Dann müsst ihr diesen Laden jetzt einmal ausrauben. Also ein bisschen eine Waffe nehmen, in dem Fall hier, reinlaufen. Wenn wir die Waffe auf ihn halten und warten, bis er das Geld hinausgibt. Wichtig, ganz wichtig. Ihr müsst warten, bis er das Geld hinausgibt und nicht verkehrt. So, dann müsst ihr kurz hier so warten, zack, zack, zack. Und ich probiere jeden Tag um 16 Uhr einen neuen Glitch hochzuladen. Deshalb wäre cool, wenn ihr jeden Tag um 16 Uhr beim Kanal einschalten könntet. Dann nehmt ihr das Geld, tut den abknallen, rauslaufen wieder, dann wieder zu einem Fahrzeug hin. Und jetzt müsst ihr folgendes machen. Jetzt müsst ihr vor der Polizei einmal entkommen. Es spielt in dem Fall jetzt keine Rolle wie. Ihr könnt einfach Lester anrufen oder einfach auch so manuell entkommen. Es ist 3 Sterne, ist gar nicht schwer, Leute. Ihr könnt einfach wegfahren hier. So, ja, in dem Fall habe ich jetzt schon die Fahndungsklappe entfernt.
habt, also so, seid ihr hier, Fahndungslevel wieder los, dann geht er wieder vor der Karte und fährt wieder hier hinten zu dem Laden wieder einmal hin. Also fährt er mal weg und dann fährt er zu der gleichen Location, wo der ausgeraubte Laden ist, einmal wieder hin. So, und dann ganz, ganz wichtig zu erwähnen, ich werde natürlich auch beweisen, dass ich 10 Millionen GTA-Dollar einfach so bekommen werde. Wirklich mega heftig Glitch. Den habe ich tatsächlich so herausgefunden mit einem Kollegen. Und ich wollte ihn unbedingt an euch raus, an meine Community auf 9 down. Und als 1600 Abonnenten-Special, ja, lauft ihr hier mal wieder rein, lauft wieder zur Kasse hin und schießt so, dass sie aufgeht, einmal dagegen. Und holt euch wieder dieses Cash hier ab, Leute. Seht ihr? So, 59 Dollar in dem Fall, wird auch zwischen 60 und 100 Dollar sein. So, lauft ihr hier in die Ecke mal hin, da jetzt hierher, gleich wie ich. Geht einmal auf euer Handy, auf schneller Job, auf Überlebenskampf und startet jetzt einmal einen Überlebenskampf. Ihr seht, es muss wirklich gleich wie bei mir jetzt aussehen. So, habt das getan, warten wir kurz, bis wir jetzt hier wieder spawnen. So, dann werdet ihr den Einkommen sein, jetzt folgendes zu machen, Leute. Ihr wartet kurz und dann tut ihr diesen Überlebenskampf wieder verlassen. Gleich wie ich. So, zack, wenn ihr zum Fest gespawnt seid hier wieder, wird der automatisch in den Laden hineinlaufen. Jetzt lauft er wieder hinaus und sobald er den Passiv von uns aktivieren werden, werden wir 10 Dollar bekommen. Pack, ich habe 10 Dollar bekommen, haut auf Abonnieren-Button, aktiviert die Glocke, vor Beginn auf Instagram, auf den Link in der Videobeschreibung. Nehmt alle von euch beim Anlook Orgio teil, haut auf den Abonnieren-Button, liked dieses Video, teilt das Game mit euren Freunden, kommentiert gerne. Und ja, dann auf jeden Fall bis morgen, 16 Uhr, probiere ich wieder einen neuen Glitch für euch hochzuladen, seid am Start. Ciao, ciao.